بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir fangen mit einer neuen Unterrichtsreihe an. Vorgesehen war eigentlich die Sira. Ich hoffe, ihr wisst, dass wir nicht mit der Sira beginnen. Es wurde ja bekannt gegeben. Wir haben uns überlegt, lieber doch erstmal mit Grundlegendem zu beginnen, eine Einleitung und Einführung in die Iman-Inhalte oder in die Aqida. Das ist durch ein Los entschieden worden. Ich war mir unsicher, was man machen soll. Deswegen ist auch, das war eines der Gründe, warum der letzte Unterricht ausgefallen ist. Eines der Gründe, weil ich mir noch nicht sicher war, was wir machen sollen. Deswegen habe ich es einfach ausgelost. Und das Los ist dann auf die Aqida gefallen. Vielleicht ist es auch recht so, denn das ist das Erste, womit man eigentlich beginnen sollte, wie es im Hadith von Ibn Abbas vorkommt. Er sagte, es in den Sahihain, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'adh ibn Jabal in den Jemen schickte, sagte er, innaka ta'ti qawman ahla kitabin, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Du wirst zu einem Volk bestehend aus den Ahlul Kitab gehen. Also er wird dorthin geschickt. Drum soll das Erste, womit du beginnen wirst, die Shahada La ilaha illallah sein. In einer anderen Überlieferung dieses Hadith, also andere Wortlaut, sagte er, dann soll das Erste, wozu du sie aufrufst, der Tawhid sein. Mit diesem Ausdruck. In einer dritten Überlieferung, des gleichen Hadith, anderer Wortlaut, da sagt er, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُ اللَّهِ. Das Erste, wozu du sie aufrufst, soll die Ibadah Allahs sein. Wenn sie dann Allah kennen, seht ihr, in dem Hadith ist ein ganz interessanter Punkt. Und zwar, er hat gesagt, du sollst sie zur Ibadah Allahs aufrufen. Du sollst sie zur Ibadah Allah Ta'alas aufrufen. Wenn sie dann die Ibadah kennen, was versteht man daraus? Hört euch nochmal den anderen Text an, andere Wortlaut. Du sollst sie zur Shahada La Ilaha Illallah aufrufen. Wenn sie dies tun, dann rufe sie zum Gebet auf. Oder dann unterrichte sie darüber, dass ihnen 5 Gebete am Tag und zur Nacht obliegen. Und wenn sie das tun, dann teile ihnen mit, dass ihnen die Zakat zur Pflicht gemacht worden ist, die von ihren Reichen genommen wird und an ihre Arme, an die Armen unter ihnen ausgehändigt wird. Aber dieser Wortlaut, der letzte, den ich hier nannte, da sagt er, ila ibadatillah, ruf sie auf zur Ibadah Allahs, wenn sie dann Allah kennen. Wisst ihr, was man daraus ableiten kann? Das Essenz der Ibadah Allah Ta'alas, die Essenz der Ibadah, die Kenntnis Allahs ist. Die Kenntnis Allahs. Denn in anderen Texten, in den anderen Wortlauten sagte er, du rufst sie auf zur Shahada La ilaha illallah, wenn sie das getan haben. Hier sagt er, du rufst sie auf zur Ibadah Allahs, wenn sie dann Allah kennen. Er sagte nicht, wenn sie dies getan haben. Weil die Kenntnis Allahs ist die Essenz der Ibadah. Das ist die Essenz der Ibadah. Das ist eine Sache, warum es vielleicht doch recht ist, dass wir mit den Iman-Inhalten beginnen. Sicherlich werden wir nicht auf Details eingehen. Wir werden das überfliegen, werden nur die großen Sachverhalte des Iman ansprechen. Auf subtile Einzelheiten werden wir nicht eingehen. Übrigens, zu losen, man nebenbei, losen, ist es legitim, dass man etwas entscheidet anhand eines Loses. Entscheidungen trifft oder Rechte verteilt anhand eines Loses. Oder gehört es zum Glücksspiel, das Allah Ta'ala verboten hat? Innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijisun min amal al-shaytan
Wahrlich, der Al-Khamr, Al-Khamru ist alles Berauschende. Alles Berauschende, nicht jede Droge. Wisst ihr, warum ich das sage? Eines der großen Probleme oder eines der Hauptursachen für Missverständnisse ist, dass man schariatische Begriffe verwechselt mit gewissen Fachbegriffen aus einer bestimmten Wissenschaft oder Begriffe, die irgendwie gesellschaftlich geprägt sind. Weil nicht alles, was in dieser Gesellschaft oder in den wissenschaftlichen Kreisen hierzulande oder allgemein als Droge bezeichnet wird, gehört zum Khamr in der Scharia. Und deswegen, das Wort Al-Khamr sollte man nicht als Droge übersetzen. Oder diese Aussage, Drogen sind haram, so pauschal, ist nicht unbedingt richtig. Denn zur Droge gehören nicht nur berauschende Dinge, oder? Auch nicht berauschende Dinge gehören teilweise zu den Drogen. Na, Kaffee wird auch Droge genannt. Übrigens, es gibt unter den einige klassische Fuqaha haben darüber gesprochen, dass der Qahwa oder die Qahwa haram ist. Al-Qahwa ist, man hört es vielleicht raus, oder? Qahwa eine Ähnlichkeit, Kaffee, Qahwa. Der Qahwa ist haram, aber sie meinten damit nicht diesen Kaffee. Auch der Khamr, also Wein, wurde Qahwa genannt. Das heißt, sie sprachen über den Khamr und nicht über diesen Kaffee, den wir kennen. Jedenfalls, Lose und Glücksspiel sind zwei verschiedene Dinge. Allah Ta'ala erwähnt in diesem Vers vier Dinge. Innam al-Khamr, der Khamr, wal-Maisir. Al-Maisir ist das Glücksspiel. Wal-Ansab, al-Ansab sind die... Al-Ansab ist das Fleisch oder die Opfer, die für andere als Allah Ta'ala dargebracht worden sind. Und das vierte sagt er, Wal-Azlam. Al-Azlam hat eine Ähnlichkeit zu den Glückslosen. Al-Azlam bedeutet, oder das war folgendes, die Mushrikun hatten eine Gewohnheit, wenn es wichtige Angelegenheiten gab, über die sie sich entscheiden mussten, tue ich das oder tue ich das nicht? Gefällt das Gott oder gefällt das Gott nicht? Ist das schädlich für mich oder ist es nützlich für mich? Wenn sie sich unsicher waren, gingen sie zum Beispiel zur Kaaba, da gab es einen Götzendiener oder einen Götzenwärter, Sadana, Sadanatul Asnam. Und er hatte zwei Lose mit sich. Also der hat so ein Gläschen gehabt, darin waren zwei Pfeile. Ein Pfeil stand für tu das und eins für tu das nicht. Und dann haben sie das gemacht. Wenn dann der Pfeil rausgekommen ist, tu das, dann haben sie darunter verstanden, dass es etwas ist, das Allah gefällt. Tu das nicht, das gefällt Allah nicht. Oder tu das heißt, es ist nicht schädlich für mich. Und so übrigens kam auch die Dia, also das Blutgeld des Ermordeten zustande. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Vater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er geopfert werden sollte, also es ist eine Vorgeschichte, und zwar sein Vater, er hatte den Bohnen Samsam gefunden. Und da er ihn gefunden hatte, wollte er auch alleine an der Ausgrabung beteiligt sein, um diese Ehre für sich zu gewinnen und seinen Namen zu verewigen. Aber die Quraysh wollten Anteil haben und er hat das negiert. Er hat sich vehement dagegen gestellt. Und daraufhin, am Ende haben sie sich seine Entscheidung gefügt und als Dank hat er Allah Ta'ala geschworen, dass wenn er mal eine eigene Sippe hat, sozusagen eine eigene Familie aus Söhnen bestehend, die ihn verteidigen und an seiner Seite stehen, dann will er einen von ihnen opfern. Als er dann reichlich Söhne hatte, gingen sie zur Kaaba und haben auch wieder gelost, wer geopfert werden soll. Und zwar der Abdullah, sein liebster Sohn. Und die Quraysh haben aber dagegen gestanden.
Sie haben gesagt, sie haben ihn davor gewarnt, wenn er das tut, wird sich das, ja, nee, es wird sich etablieren und die Menschen werden das, ja, nee, es wird in ihre Kultur einfließen und wird gang und gäbe werden, dass man Söhne opfert. Sie haben sich dann dagegen gestellt. Jedenfalls irgendwann sind sie dann zu einer Wahrsagerin gegangen und sie hat gesagt, sie hat gefragt, wie viel ist denn die Dia bei euch? Also das Blutgeld, Entschädigungsgeld beim Mord. Er sagte 10 Kamele. Und sie hat dann vorgeschlagen, ein Los setzen. Und zwar 10 Kamele pro Los. Also beispielsweise, er geht hin und sagt, Abdullah oder 10 Kamele. Wenn Abdullah kommt, dann macht er weiter, nochmal 10 hinzufügen. Bis es auf die 100 ankam. Als es dann auf die 100 gekommen ist, hat er noch 3-mal gelost und 3-mal kam das Los der Kamele raus. Und er hatte dann 100 Kamele geopfert. Und so hat sich auch die Dir ergeben. Dann, das wurde dann weiterhin auch im Islam dann beibehalten, diese Menge, 100 Kamele als Schadensersatz beim Mord. Das ist natürlich jetzt eine Geschichte der Jahiliyyah. Aber auch im Islam ist es legitim, anhand von Losen Entscheidungen zu treffen, nicht im Sinne des, nicht im Sinne, dass es etwas ist, woran Allah Ta'ala gefallen hat, oder etwas Nützliches ist, oder schädlich. Es geht hier einfach darum, wenn man beispielsweise Rechte nicht einteilen kann. Alle haben ein gleiches Anrecht. Alle haben ein gleiches Anrecht auf eine Sache. Und man kann das nicht, irgendwie objektiv bestimmen. Oder der Berechtigte ist unbekannt. Und dann kann man das Los anwenden. Deswegen sagen die Fuqaha, das gibt ein Prinzip, das in den Al-Qawaid al-Fiqhiyya eingeflossen ist. Sie sagen, وَتُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمُبْهَمِ مِنَ الْحُقُوقِ تُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمُبْهَمِ مِنَ الْحُقُوقِ. Die Qura, das ist das Auslosen, wird angewandt bei undefinierten Rechten. Dann kommt noch im Koran vor, die Qura, in der Geschichte von Yunus. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. Sie losten aus und das Los fiel auf ihn und er musste vom Schiff springen. Ebenfalls der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Lose angewandt, wenn er auf eine Reise gehen wollte, hat er ausgelost, welche seiner Frauen ihn begleitet. Und daher, das Losen gehört nicht zum Glücksspiel und auch nicht zu den verbotenen Al-Azlam. Gehen wir weiter. Wir wollen, wenn wir uns mit einer Sache beschäftigen, müssen wir sie natürlich erstmal definieren, um festzustellen, was dazu gehört, was nicht dazu gehört, wie die Beschaffenheit dieser Sache ist. Unser Thema ist die Al-Aqidah. Al-Aqidah, was bedeutet dieses Wort Aqidah sprachlich? Und was ist damit in der Fachsprache gemeint? Das ist natürlich ein Wort, Al-Aqidah, das immer wieder zu hören ist, das die Menschen in ihren Gesprächen benutzen. Fulan hat eine Aqidah, die so und so besagt. Die Aqidah von Fulan ist gut. Fulan hat eine verdorbene Aqidah. Meine Aqidah ist dies und das. Das Wort wird also häufig benutzt. Was bedeutet das aber in der Sprache? Dieses Wort Al-Aqidah, eingangs sei aber gesagt, oder eine Frage an euch, kommt dieses Wort im Koran oder in der Sunna vor? Aqidah. Im Koran ist es immer einfach zu sagen ja oder nein, weil er sehr begrenzt ist. In der Sunna ist es aber manchmal schwer zu sagen, weil die Sunna immens groß ist. Es sind ja nicht nur die Al-Kutub al-Sitta. Es gibt zigtausende Masanid und Ajza Hadithiyya und Mustakhrajat. Aber die Ahlul Ilm sagen, dass dieses Wort auch nicht in der Sunna vorkommt. Also weder im Koran kommt Aqidah vor, noch in der Sunna. Das ist natürlich nicht problematisch, weil man kann ja für gewisse Inhalte
Wörter definieren, auf die man sich einigt. Ich weiß, sagen wir, wir nennen dies und jenes, nennen wir so und so. Das ist ja nicht problematisch, auch wenn diese Wörter nicht im Koran, in der Sunna vorkommen. Aber man kann so sagen, das Wort Al-Aqida ist ähnlich wie das Wort Al-Iman. Es wird, yani der Begriff Al-Aqida wird benutzt für das, wofür auch der Begriff Al-Iman verwendet wird. Dennoch müssen wir das Wort definieren, sprachlich und fachlich, denn die Ahlul Ilm haben das Wort übernommen, schon sehr früh. Schon sehr früh haben die Ahlul Ilm das Wort Al-Aqida angenommen für die Iman-Inhalte. Haben das in ihren Texten, ihren Mutun und so weiter verwendet. Zum Beispiel Al-Tahawi, Abu Ja'far Al-Tahawi, ist aus dem, ich glaube, er ist im Jahr 311 oder 12 gestorben, nach Hijra. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ihr kennt bestimmt diesen kleinen Metten, Al-Aqida Al-Tahawiyya. Er beginnt es auch mit diesem Begriff. Oder auch der Name des Buches selbst, Al-Aqida Al-Tahawiyya. Von daher, das Wort Al-Aqida bedeutet sprachlich hat es drei Bedeutungen, oder es umfasst drei ähnliche Bedeutungen. Al-Ta'akkud, Al-Istithaq und Al-Luzum. Ta'akkud, Al-Istithaq und Al-Luzum. Um diese drei Bedeutungen dreht sich der Begriff Al-Aqida. Al-Luzum bedeutet so viel wie Beständigkeit. Beständigkeit. Die Aqida ist etwas Beständiges. Deswegen sagt man beispielsweise in der arabischen Sprache, sagst du, Aqadat mahabbatuhu oder Uqidat mahabbatuhu bil Fuad. Wenn seine Liebe, die Liebe von Fulan und Adlan, beständig im Herzen verankert ist. Also es ist etwas, das nicht nachlässt oder wovon man nicht ablassen kann. Das ist eine Bedeutung. Al-Istithaq bedeutet so viel wie Verlässlichkeit. Deswegen nennt man Verträge und Abmachen Uqud. Uqud. Ein Qaf Dal. Hat man wieder raus. Allah Ta'ala sagt, Ya ayyuhallazina amanu, Aufu bil Uqud. O ihr, die Iman habt, haltet euch an eure Abmachungen. Aufu bil Uqud. Al-Aqd, Abmachungen, weil es etwas ist, worauf man sich verlassen kann. Etwas Beständiges, es ist etwas, was bekräftigt worden ist von beiden Seiten, durch die Zustimmung beider Seiten. Aufu bil Uqud. Übrigens, das Wort hier in dem Vers, Ya ayyuhalladhina amanu aufu bil Uqud, bezieht sich nicht nur auf die Verträge, innermenschlichen Verträge. Es bezieht sich nicht nur auf diese Verträge. Es bezieht sich auch auf die Abmachenschaften mit Allah Ta'ala. Der Mensch, die Abkommen, die der Mensch mit Allah Ta'ala abgeschlossen hat. Es ist also ein allgemeiner Vers. Tayyib. Ein anderes Beispiel dafür, wo das Wort im Koran vorkommt, wo man auch die sprachliche Bedeutung herauslesen kann, ist die Aussage Allah Ta'alas, La yu'akhidhukum Allahu billahwi fi aymanikum. Allah belangt euch nicht für die Eide, die ihr unabsichtlich getätigt habt oder ausgesprochen habt. Die unbedachten Eide. La yu'akhidhukum Allah billahwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Aber er belangt euch für das, hier hört ihr das Wort raus, aqada, aqada, ein qaf dal. Was heißt es hier? Man kann sagen, es bedeutet hier, er belangt euch für die Eide, die ihr mit Entschlossenheit ausgesprochen habt, also bedacht und absichtlich.
Das heißt, wenn der Mensch aus Versehen einen Schwur ausspricht, wird er dafür belangt? Das heißt, er wird nicht dafür belangt, yani, dieses Eid ist für ihn nicht verbindlich und hat keine Folgen, wie die Kafara. Das ist der Al-Laghu fil Ayman, Al-Laghu fil Ayman, unbedachte Eide, Schwure, das erklärte Aisha radiallahu ta'ala anha, mit den Sachen, die man manchmal einfach ausspricht. Während du sprichst, sagst du, Wallahi, ich werde so und so machen. Er meint damit nicht, beabsichtigt nicht, auf einen Schwur einzugehen. Es rutscht ihm einfach auf die Zunge. Wenn er das sagt und diese Tat dann nicht einhält, hat er seinen Schwur zu, ja, die Kafara seines Schwurs zu leisten oder nicht? Ich sage beispielsweise, wenn er sich mit jemandem unterhält, er sagt, bei Allah, ich werde morgen dorthin gehen und ihm so und so sagen. Und dann macht er es nicht. Muss er jetzt eine Kafara leisten oder nicht? Wenn er das beabsichtigt hatte, wirklich einen Schwur wollte, ja. Wenn es aber jemand ist, der das Wort immer wieder benutzt, nicht weil er schwören will, es ist einfach so eine Gewohnheit bei ihm, dann muss er das nicht machen. Das nennt man dann Laghul Yamin. Laghul Yamin. Tayyib. Das zu der sprachlichen Bedeutung der Al-Aqidah. Was ist die Al-Aqidah fachlich? Fachlich kann man die Aqidah aus zwei Perspektiven definieren. Einmal aus der Perspektive des Menschen selbst, also was in ihm vorgeht, in seinem Inneren passiert, wenn er eine Aqidah annimmt oder eine Aqidah durchlebt. Und einmal aus der Perspektive der Inhalte selbst, an die man glaubt. Die Aqidah aus der Perspektive des Menschen, also was in seinem Inneren stattgeht, wenn er an etwas glaubt, dazu sagen die Ahlul Ilm, hier, Al-Aqidah hier Hukmu Dhihn Al-Jazim. Entschlossene Entscheidungen oder Annahmen des Geistes. Entschlossene, unumstürzliche Annahmen des Geistes. Das ist, was man auch Axiome nennt, glaube ich. Etwas, was bei dir kein Disput erlaubt. Das nennt man Al-Aqidah. Hinsichtlich der Inhalte kann man sagen, die Aqidah ist der Iman, also die islamische Aqidah. Diese sechs Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith von Jibril erwähnte, der Iman an Allah, an seine Engel, die Malaika, an die Bücher, an den jüngsten Tag, an die Propheten und an den Al-Qadha und Al-Qadr. Das ist der Iman in der Scharia aus dieser Perspektive. Daraus erfahren wir auch, dass der Iman in der Scharia etwas ist, das keine Zweifel, Spekulationen und derartiges erlaubt. Es müssen tief feste Annahmen sein, die nicht auf wackeligen Beinen stehen. Deswegen sagt Allah Ta'ala, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Die Mu'minun sind nur, إِنَّمَا. Ihr erinnert euch vielleicht aus der Reihe zu den Al-Arba'un al-Nawawi. Beim ersten Hadith haben wir gesagt, was dieses Wort إِنَّمَا bedeutet. Erinnert ihr euch? Wir haben gesagt, Innama ist für die Einschränkung und die Begrenzung. Yani Allah Ta'ala begrenzt die Mu'minun, er begrenzt und schränkt die Mu'minun, die Imanhabenden, auf jene ein, die diese Eigenschaften in sich tragen. Die Mu'minun sind nur jene, die den Iman an Allah und an seinen Gesandten verwirklichen. Thumma lam yartabu. Dann keine Zweifel hegen, nicht unentschlossen sind.
und die sich auf seinem Weg mit ihrem Leben und Vermögen abmühen. Das sind die Eigenschaften, die einen wahrhaftigen Mu'min ausmachen. Deswegen sagt Allah Ta'ala am Ende, Ula'ika humus sadiqun. Das sind die Wahrhaftigen. Das sind die Ehrlichen, die Wahrhaftigen. Daher muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass Wahrhaftigkeit nicht nur die Zunge betrifft. Das, was Allah Ta'ala hier nämlich erwähnt, diese Eigenschaften haben nicht mit der Zunge zu tun. Sie haben mit Überzeugungen zu tun, sie haben mit dem Tun und Lassen des Menschen zu tun und mit seinen inneren Einstellungen. Die Aqida ist aber nicht etwas, das nur den Islam auszeichnet. Jede Religion, jede Weltanschauung, jede Lehre ist eine Aqida oder trägt eine Aqida. Selbst der Säkularismus ist eine Aqida. Das ist eine Aqida. Denn, und interessant ist, dass aus dieser Aqida, yani der Mensch schöpft aus seiner Aqida seine Einstellung zur Welt, seine Einstellung zu den Menschen. Er schöpft aus seiner Aqida seine Wertevorstellung, seinen Lebenssinn, seine Ziele. Und das alles existiert auch in den Lehren und yani Weltanschauung oder anderen Religionen. Das heißt, die Aqida ist nicht etwas, das nur den Islam betrifft. Aber die Aqida teilt sich aus dieser, wenn man das betrachtet, teilen die Muslime die Aqida in zwei Bereiche. Al-Aqidatul Sahiha und Al-Aqidatul Fasida. Korrekte, gültige Glaubensinhalte und verdorbene, ungültige Glaubensinhalte. Korrekte, gültige Glaubensinhalte, das sind jene, die in Einklang stehen mit dem, was Allah Ta'ala offenbart hat, mit dem die Gesamtheit seiner Propheten gekommen ist. Und die Al-Aqidatul Fasida, korrupte oder verdorbene Aqida, das ist jene Aqida, jene Glaubenseinstellungen, Glaubensinhalte, Wertevorstellungen, Weltanschauungen, die nicht mit dem in Einklang stehen, womit Allah Ta'ala seine Gesandten und seine Bücher offenbart hat. Und eine Aqida ist verdorben oder verdirbt aus hauptsächlich zwei Gründen. Zwei Gründe. Entweder, weil sich schon von Anfang an ein Produkt des menschlichen Denkens, der menschlichen Philosophie ist, wie es oft der Fall ist bei Weltanschauungen oder philosophischen Schulen. Sie werden von gewissen Denkern auf die Welt gesetzt und bestehen dann in ihren Anhängern fort und sterben irgendwann aus. Oder der andere Grund, warum eine Aqida verdirbt, ist die Entstellung und die Veränderung der originellen Glaubensinhalte. So wie es bei den Yahud und den Nasara passiert ist. Und auch in dieser Umma. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also muss man grundsätzlich anmerken, alles was bei den Yahud und den Nasara passiert ist, wird in seinen Grundlagen auch in dieser Umma passieren. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Hadith, der bei Muslimen überliefert wird, er sagte, ihr werdet dem Volk folgen, ihr werdet dem Volk folgen, er sagte, hazwal quddati bil quddha, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Ihr werdet ihnen, al-Qudha, wisst ihr die Pfeile bei einem Bogen, die nach rechts und links ausgerichtet sind? Irre ich mich da, das ist richtig so. Jedenfalls, die stehen ja genau gegenüber, ne?
sind ja so angerichtet, dass sie nicht versetzt voneinander sind, sondern genau gegenüber. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr werdet auf diese Art und Weise dem Volk folgen. Selbst wenn sie in das Loch einer Eidechse versuchten einzutreten, würdet ihr das auch tun. Dann sagten sie, wer denn, ja Rasulullah, die Juden und die Christen? Er sagte, wer sonst? Na, also das sind die zwei Gründe. Einmal, weil es von Anfang an menschliche Produkte sind. Und der Mensch kann mit seinem bloßen Gedankengut und mit seinem Intellekt und mit seinem rationellen Denken, kann er die metaphysischen Sachen nicht ergreifen und begreifen. Einfach aus folgendem Grund. Also alle Dinge, die Allah Ta'ala betreffen, sein Wesen, seine Eigenschaften, das Leben nach dem Tod, andere Geschöpfe, die nicht zu den physischen Realitäten gehören. All diese Dinge kann der Mensch nicht mit seinem bloßen Verstand begreifen. Ganz einfach. Aus folgendem Grund. Weder hat er es gesehen, noch hat er etwas Ähnliches gesehen. Dann bleibt noch ein Weg. Es gibt nämlich drei Wege, von denen wir die zur Erkenntnis führen können. Entweder man beobachtet etwas oder man beobachtet etwas Ähnliches und überträgt dann halt die Urteile und die Vorstellungen auf dieses nicht anwesende, aber Ähnliche. Das dritte ist die Benachrichtigungen und Informationen eines ehrlichen, vertrauenswürdigen Menschen oder Boten. Wir haben weder diese Raibiyat, diese metaphysischen Sachen nicht gesehen, noch etwas Ähnliches gesehen. Bleibt Weg Nummer drei, das sind die Mitteilungen und Botschaften eines ehrlichen, vertrauenswürdigen, geprüften Menschen. Das sind die Propheten. Das zur Einteilung der Aqida in korrekt und unkorrekt oder verdorben. Warum ist die Aqida so wichtig für den Menschen? Warum ist die Aqida so wichtig? Der Dien des Islams besteht aus Aqida und Scharia, richtig? Ad-Dinu Aqidatun wa Scharia. So sprechen die, so sagt man das meistens aus. Wobei eigentlich das Wort Scharia die Religion umfasst. Das Wort Scharia steht nicht nur eigentlich in der ursprünglichen Verwendung, nicht nur für die Gesetze und die Normen der Scharia. Das Wort Scharia steht eigentlich für die Gesamtheit des Dienstes. Das beinhaltet die Ethik und die Wertevorstellungen der Religion. Es beinhaltet die theologischen Aspekte, also die Glaubensinhalte. Es beinhaltet die Gesetze und Normen. Das alles. Deswegen sagt Allah Ta'ala, Shara'a lakum min ad-din. Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha. Und er hat euch vom Din das vorgeschrieben, Shara'a, was er auch schon Nuh hatte eingegeben. Ja. Aber man muss auch sagen, das Wort Scharia wird auch im Koran teilweise verwendet, nur für die Gesetzgebung, für die Gesetze und die Normen. Wie in der Aussage Allah Ta'alas, Likullin ja'alna, ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Wie ist der Anfang des Verses? Shir'atan wa minhaja. Jedenfalls sagt Allah Ta'ala darin aus, und wir haben für jeden von euch, yani den Propheten, eine Shir'a, das heißt eine Scharia und ein Minhaj auserwählt. Was darauf hindeutet, dass die Schara'i', die Gesetzgebungen und die Normen jedes Propheten anders waren, unterschiedlich waren.
طيب, eines der Gründe, warum die Aqida so wichtig ist, die Aqida ist das Fundament und der, yani der Nährboden für sämtliche, wie wir schon gesagt haben eingangs, für sämtliche Vorstellungen des Menschen, für seine Lebenseinstellung und für die Gesetze. Für die Gesetze selbst. Und es ist tatsächlich so, dass deine Aqida, deine Glaubensvorstellung, deine Glaubensinhalte eine große Auswirkung haben auf die Vorstellung, auf deine Vorstellung über die Gesetze und wie sie sein sollten. Denn ein Mensch, der an Allah Ta'ala glaubt, oder wenn wir das auch verallgemeinern, an Gott glaubt, er hat ganz andere Prioritäten als jemand, der das nicht tut. Unter anderem sieht man das hier in der modernen Welt, wo der Säkularismus ausgelebt wird, in dem Religion vom Staat getrennt wird oder Religion überhaupt ja nicht, nur noch auf das private Leben eingeschränkt wird und der Mensch zum Zentrum des Seins und des Lebens gestellt wird, nicht mehr Gott an der Spitze ist, da kommt es teilweise zu Konflikten zwischen religiösen Menschen und nicht religiösen Menschen. Es gibt manche Gesetze, die in Religionen da sind, auch im Islam, die beispielsweise für Menschen mit säkularistischen Einstellungen überhaupt nicht akzeptabel sind. Aber woher rührt das? Das rührt einfach aus ihrer Wertevorstellung, die aus dem Säkularismus herrührt. Oder ihren Humanismus, wie sie ihn nennen. In dem der Mensch einfach ins Zentrum gestellt wird. Das Verwirklichen der menschlichen Profite, des menschlichen Glücks, das Ausleben seiner Gelüste ist uneingeschränkt in dieser, grundsätzlich kann man das sagen, uneingeschränkt. In der Religion wird es aber eingeschränkt. Es gibt auch Ahkam, die beispielsweise aus religiöser Perspektive sagen wir nicht, dass sie die Würde des Menschen angreifen oder seine Ehre und seine Unantastbarkeit. Aber in den säkularistischen Systemen ist es teilweise der Fall, dass man davon ausgeht, diese Gesetze seien unmenschlich oder unmenschlich. Aber woher rührt warum ist es für die einen unakzeptabel und für die anderen akzeptabel? Das liegt einfach an den Prioritäten. Ein gläubiger Mensch hat in der Prioritätenpyramide an der Spitze ist das Wohlgefallen Gottes. Bei anderen ist es der Mensch selbst, der vergöttert wird. Der zweite Grund ist, dass die Aqida des Menschen seine Seele übernimmt. Die Aqida des Menschen kann so intensiv sein, dass sie seine Seele übernimmt. Das heißt, sie steuert sozusagen den Menschen. Und deswegen sehen wir das besonders Menschen mit überzeugten Glaubenseinstellungen sind in der Lage, ihr Hab und Gut zu opfern, ohne auch nur mit den Augen zu zwinkern oder da zu zögern. Wie Allah Ta'ala über die Ansar sagt, er sagt, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Die armen Muhajirin, die armen Auswanderer, die aus ihren Heim und Vermögen vertrieben worden sind, die aus ihren Heimen und ihrem Vermögen vertrieben worden sind,
Sie sehnen und suchen nach der Huld und des Wohlgefallens Allahs, Fadlan min Allahi. Und dann sagt er, wa yansurun Allah wa rasulah. Und die Allah und seinen Gesandten helfen. Yani Allah zu helfen bedeutet seine Religion, für seine Religion einzustehen. Sie haben es in Kauf genommen, aus ihren Heimen und ihrem Vermögen vertrieben zu werden, schwere Lasten auf sich genommen. Für was? يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Sie suchen nach der Huld Allahs und seinem Wohlgefallen. Und وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولًا. Und um Allah und seinem Rasul zu helfen. Das ist die Überzeugung, die einen Menschen dazu treibt. Es hat sie ja nichts gezwungen. Sie hätten einfach da bleiben können, in ihren Behausungen und in ihrem Hab und Gut und könnten ja auch im Verborgenen ihren Iman sozusagen weiterleben und sich ihnen anpassen. Tut mir leid. طيب. Ja, das ist die zweite Sache. Der zweite Grund, die Aqida ist eine Festung für den Menschen. Sie ist eine Festung, die ihn festigt und stärkt. Deswegen sagt Allah Ta'ala auch an anderer Stelle, إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. Wenn ihr leiden müsst, so bedenkt, dass auch sie leiden. Ja, in die Kuffar. Sie leiden auch so, wie ihr leidet. Aber dann kommt der Unterschied. Der Unterschied, er sagt, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Aber ihr erhofft euch von Allah, was sie sich nicht erhoffen können. Das ist Hoffnung, die ihnen dieser Iman und die Aqida, diese Überzeugung schenkt. Die dritte Sache, warum die Aqida so wichtig ist, eine fehlgeleitete Aqida führt zu Unheil des Menschen. Sie führt Unheil zu ihm, teilweise in der Dunya und sicherlich in der Akhira. Das Unheil in der Dunya ist abhängig von dem Ausmaß des Dalal, der Irreleitung, die ein Mensch durch seine Aqida durchlebt. Yani, Unheil im Sinne des Vermögens, weil man sein Vermögen, Unmengen von Vermögen verschwendet. Wie zum Beispiel das Geld, das ausgegeben wird für Götzen, für Mausoleen. Bis in Marokko, die sogenannte Wizarat al-Awqaf, das heißt das Ministerium für religiöse Angelegenheiten, das nennen die in den arabischen Ländern so, sie haben erwähnt, dass sie über 16 Milliarden Dirham nur für die Gräber dort ausgegeben haben. Nicht für die normalen Gräber, für diese sogenannten Adriha, für die heiligen Gräber. 16 Millionen Dinar haben sie in wenigen Jahren dort verschwendet. Unter anderem um diese zu errichten, unter anderem für die, die dort, die Wärter, die Sadana und derartiges, um die 5000 Gräber haben sie erwähnt. Von diesen Geldern profitieren meistens dann die Erben, die Erben dieser Mausoleen und heiligen Stätten, die dort ihr Unwesen treiben. Aber eine andere Form des Schadens ist das, was Allah Ta'ala erwähnt. Er sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Und wer sich von meinem Dhikr abwendet, mit dem Dhikr ist hier gemeint die Offenbarung. Und das Abwenden von der Offenbarung, eine Form der Abwendung ist es, den Iman nicht entsprechend der Offenbarung zu bilden oder nicht durch die Offenbarung korrigieren zu lassen. Er sagt,
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Er hat, er wird ein bedrückendes, ein bedrängendes Leben haben. Ein bedrückendes und ein bedrängendes Leben. Wisst ihr, ein bedrückendes Leben muss nicht die Armut sein, wie sich manche vorstellen. Fragen sich, ja, den Kuffar geht es ganz gut. Sie fahren große Autos, haben schöne Wohnungen. Darum geht es nicht. Das bedrängende Leben ist das Leben der Seele und des Herzens. Ein amerikanischer Schriftsteller, ich habe seinen Namen vergessen, Carnegie oder so heißt er, Dale Carnegie, ich weiß nicht. Ein sehr berühmter Mann, der ist 1955 gestorben. Er sagte in einem seiner Bücher, die Hälfte unserer Klinikpatienten, sind Nerven- und Gemütskranke. Nerven- und Gemütskranke. Und er sagte auch in dem gleichen Buch, in Amerika bringen sich jährlich mehr Menschen um, als jene, die durch die fünf durch die fünf Hauptinfektionskrankheiten sterben. Das ist das bedrängende Leben. Jedenfalls, wenn wir auch davon ausgehen, dass er kein bedrängendes Leben in der Dunya hat, dann wird er das aber in der Akhira haben. Da sagt Allah Ta'ala auch, أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَا. Denken denn jene, die den Kufr begehen oder die Kuffar sind, dass sie sich, ohne weiteres, meine Diener zu Angebeteten nehmen können. Awliya heißt hier Angebetete. Das Wort Al-Wali wird teilweise im Koran für den Al-Ma'bud verwendet. Dann sagt er, Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Wir haben Jahannam für die Kafirin als Aufenthaltsstätte vorbereitet. Und dann sagt er, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Sprich, sollen wir euch denn nicht mitteilen oder kundgeben über jene, die am meisten, am verlustreichsten sein werden, hinsichtlich ihrer Taten? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Jene, deren Taten in der Dunya fehlgegangen sind. Und sie meinen, sie würden gut handeln. Der vierte Grund, warum die Aqidah so wichtig ist, die größten Konflikte in der Menschheitsgeschichte wurden durch die verschiedenen Aqaid ausgelöst. Teilweise selbst innerhalb einer Religion. Man beachte beispielsweise den 30-jährigen Krieg hier in Europa, der wegen verschiedenen, innerhalb einer Religion, verschiedenen Ausrichtungen, Konfessionen nennen sie das, glaube ich, ne, ausgelöst worden ist. Deswegen sagt Allah Ta'ala auch, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Und unter jenen, die sagen, wir sind Nasara. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا كَثِيرًا. Von ihnen haben wir unsere Abkommen genommen, Al-Mithaq. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das Abkommen ist auch das Abkommen mit Allah Ta'ala. Das Abkommen mit Allah Ta'ala. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. Sie vergaßen vieles von dem, womit wir sie ermahnt oder erinnert haben. Was war die Folge davon? فَأَغْرَيْنَا. Dieses Ver deutet auf Kausalität. Also das, was
davor genannt wurde, ist die Ursache für das, was danach genannt wurde. Also sie haben viel von dem vergessen, was wir ihnen, womit wir sie erinnert haben. Damit sind die Offenbarungen gemeint, damit sind die Normen und die Gesetze der Religionen gemeint. Und die Folge davon, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. Wir haben zwischen ihnen Feind und Hass geschürt, untereinander. Das zeigt uns auch, dass eine Ursache für die Unstimmigkeiten, für die Zerstrittenheit der Umma darin liegt, dass sie auch vieles von dem vergessen haben, womit sie ermahnt und erinnert worden sind. Und das zeigt uns auch, dass ein Mittel, um die Einheit zu verwirklichen, ist, die ein Mittel dazu, davon ist es, sie zu erinnern. Erinnern heißt, yani, sich an die Aqaid, an die Glaubensvorstellung dieser Religion anzupassen, an die Gesetze und die Normen und die Werte, die Moral und die Ethik dieser Religion anzupassen. Es bringt nichts, die Menschen yani, offensichtlich oder äußerlich zusammenzuscharren, wobei sie innerlich ganz verschieden gestimmt sind. Deswegen sagt, diese Zusammenkunft behält nicht lange und bringt nicht viel. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا. Du denkst, sie seien vereint. Aber das ist nicht die wirkliche Einheit, äußerlich vereint zu sein. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Aber ihre Herzen sind zerstritten. Ihre Herzen sind unterschiedlich. Und einen der größten Unterschiede der Herzen machen die Unterschiede in der Aqida aus. Wenn die Aqaid unterschiedlich sind. Tayyib. Machen wir lieber mal Schluss. Es ist ein bisschen, ja, wir haben eine Stunde.